Ja, hallo liebe Freunde der Freiheit. Jetzt gab es hier gerade ein unschönes Ereignis am Rande des Aufzugs hier durch Hannover auf der Demo heute. Und zwar wurde ich angegriffen von einem vermutlich Profanten, der hier, während ich dokumentiert habe quasi, mir einfach das Handy aus der Hand geschlagen habe. Und zwar gab es dort am Klagemarkt, heißt die Straße, glaube ich, hatte jemand aus einem Fenster Eier auf den Aufzug geworfen, und das habe ich versucht zu dokumentieren, falls jemand getroffen wird. Und da kommt plötzlich von hinten irgendjemand an mich ran, ein Typ, und fängt so an, mich zu bepöbeln, so hau ab, verpiss dich, du Penner, hau ab, du Wichser. Und hat dann auch, als ich da gesagt habe, lass mich in Ruhe, hat er angefangen, mich zu schubsen, mich wieder den Arm zu schlagen, und hat mir dann tatsächlich auch das Handy aus der Hand gerissen und weggeworfen. Jetzt geht's um war ganz krass. Die kleinsten und schwächsten und trotzdem größten. Ich wollte dann erst mein Handy suchen, und dann ist er aber abgehauen. Und da hat dann zum Glück der Mario hier von Mitteldeutschland TV schnell geschalten und die Polizei dazu geholt, weil, wie gesagt, er wollte sich verdünnisieren. Und da hat er schnell die Polizei noch zum Glück gerufen, die den dann einfangen konnte und Personalien aufgenommen hat und so weiter. Und da habe ich natürlich Strafanzeige jetzt erstattet. Und mal schauen, was da rauskommt. Das lassen wir uns natürlich ja nie bieten. Und dann muss ich jetzt mal schauen, wo mein Handy. Irgendjemand hatte da mein Handy gefunden. Mal schauen, wie es dem geht. Soweit erstmal hier der Zwischenstand aus Hannover. Ansonsten war es ein fantastischer Aufzug. Sehr, sehr gute Stimmung. Wir sind hier gut durch die Innenstadt auch gekommen und haben viele Menschen erreicht. So was gibt es leider. Es gibt leider hassverblendete Menschen, ne, die eben hier dann nichts als Gewalt kennen. Das war's soweit erstmal. Macht's gut.